So Leute, herzlich willkommen zu unserem allerersten Let's Play auf unserem Kanal The Ultimate Bags mit mir, dem Max, aka Back the Gambler und Dennis, aka Quadrox. Heute spielen wir mit euch zusammen Dead Island im Koop. Und ja, legen wir doch direkt mal los. Ja, servus, ich bin's, der Quadrox, von dem Back the Gambler eben gesprochen hat. Wie ihr seht, bin ich auch ebenfalls schon gespawnt. Und wie er schon sagte, legen wir direkt mal los. Also, in dem Spiel geht's darum eigentlich, also die ganze Insel ist mit Zombies verseucht. Sehr geile Story, wie ich finde. Und ja, wir müssen jetzt ums nackte Überleben kämpfen. Und das erste Quest haben wir erhalten, wir sollen eine Keycard aus einem Bungalow entwenden. Gut, okay. Fangen wir doch mal an. Ja, direkt mal los. Direkt mal los schnalzen, sag ich jetzt mal. So, hier ein bisschen looten, Alkohol. Kann man hier auch kacken? Ja, wahrscheinlich. Das ist ein Umkleidehaus, oder? Ja, ist es. Kann man das Auto benutzen? Kann man das Auto? Ja, geht nicht. Auto leider im Arsch. Was auch immer. Ich draufschlagen. Ach, sieht das nicht schön aus, meine Freunde? Aber echt, ey, ganz ehrlich, das muss man mal gesagt haben. Wie geil sieht das eigentlich aus? Wären hier nicht so viele Zombies, dann... Das hätte ich für ein jetzt 5-Euro-Spiel, was gerade in Angebot ist, niemals erwartet. Also schon ein ziemlich altes Spiel. Aber trotzdem. Gut. Kein Ausdauer mehr. Guckst ey, kommt mir nochmal die Gegend, oder? Wärst du genau, dafür? Guckst du mal die anderen Spiele an, wie viel die immer noch kosten. Energy Drink zum Heilen, ich bin voll. Ich auch. Es kam mir noch keine. Du bist voll, nice. Nice. Wortwitz des Jahrhunderts, ja, jetzt. Ja, absolut. Absolut. Ach, da ist schon der erste Zombie. Ach du Scheiße, der Zombie! Ja! Verreck, du Bastard! Jawohl. Bitte, mach Kopf weg, Kopf weg. Nice. Mach ihn doch weg, Alter. Der ist doch weg. Ist gar nicht zur Hälfte. Zur Hälfte. Zur Hälfte. Ich mach die andere Hälfte, hallo an. Alarm, Alarm. Was hab ich denn für ein. Was hier? Was? Ach, das ist auch irgendwie mit Knochen in der Hand, aber ist so eine Schaufel oder was? Das ist ein Paddel. Ein Paddel? Zur Hälfte? Moment, ist okay. So. Ich glaube, wo müssen wir eigentlich. BTF, wo müssen wir hin? What the fuck? Hätten wir vorhin aufgepasst, dann hätten wir das jetzt noch gewusst. Also auf jeden Fall, ich glaube mal hier hoch, oder? Ja, hier hoch. Das sieht gut aus. Ja, wo sonst? Hier ist ein Besenstiel. Brauchst du den? Pff, nee. Ich nehme mal vom. Das kann ja nicht schaden. Hast ja ein riesen Inventar, wo du jede Scheiße reinstecken kannst. Auf jeden Fall. Deine Hosentasche. Ja, meine Hosentasche. 5 Äxte, 5 Besenstiele, 5 was auch immer. Ach du Scheiße. Nice. Ach, wir haben doch so ein GPS auf der Karte, sieh mal da unten. Ach Gott, stimmt. Gerade auf. Hast du ihn gekillt? Ja. Ich hab dir noch ein Schlägchen gegeben. Ja, das kann ja nicht schaden, ne? Hier mal ein bisschen Kohle entwenden. Oh, hier ist die weg mit der Spa-Bereich, wo man chillen kann. Richtig, sehr nice. Chillig. Also muss man sehr, sagen. Sehr nice. Wo bist du jetzt? Ah. Ja, ich bin hier schon ein bisschen am Abschlachten. Oh, der hat noch gelebt. Mein Paddel ist AFK gegangen, auch nicht schlecht. Ist zersmashed worden. Keine Ahnung, da liegt jetzt einfach. Oh. Kannst du gleich liegen bleiben, mein Freund. Bist eh tot. Molotov. Molotov. Werf dir mal. Ja, okay, nee, das bringt's nicht. Du aber mit deinen Fäusten, jawohl. Ich hab eine Waffe für dich. Ich hab eine Waffe. Lass mal handeln. Drück mal F. Ja. Warte, gib mir mal eine Wigma. Wie mach ich das? Ah, hab ich. Ich hab ja noch was für dich. Ein kaputtes Paddel. Hier noch. Sehr, sehr nice. Danke. Kaputter Baseballschläger für dich. Also nur das Beste hab ich hier angeboten. Oh, danke. Hab ich jetzt irgendwas davon? Ja, muss mal gucken. Also du musst I drücken für das Inventar. Was soll ich hier nochmal machen? Ich hab nichts. I. Ach, da ist es doch. Ich wollte jetzt das smashen. Boah! Erst mal in die Fresse! Hast du mir hier dieses kleine Messer gegeben? Ach du heilige Scheiße. Keine Ahnung. Was? Ja. Wollte ich dir doch gar nicht geben, ach du Scheiße. Du bist der Egal. Beste, ey, wirklich, du bist der Beste, danke. Als Maul. Was bellt da jetzt ein Hund da draußen rum? Sehr nice. Hoffentlich hat man das jetzt nicht gehört. Was? Das Bellen? Ja, den Hund. Oh Gott. Den Hund vor deinem Haus oder eben? Oh, was ist das für eine Blutlache hier? Bad day, bad day. Oh Gott. Ja, was ist da los? Ach, der lebt doch noch, das ist ein Mensch, Mann. Ach so.
was that? Oh, fuck, my own fucking brother! Jesus Christ! What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? What the fuck do you want from me? I had no choice! Okay, anscheinend. Komm, wir lösen ihn von seinem Leiden, komm. Ah, es geht nicht. Ah, es geht. Er schüttelt nur den Kopf, wenn ich mit dem Messer auf ihn hack. Hm. Ein rostiges Rohr, das kann man doch immer gebrauchen, oder? Ja, warum nicht? Also hier müssen wir, glaube ich, rein. Rostige Sachen gehen immer. Mein Gott, Gier! Boah, mit diesem Messer, ey, du bist wirklich ganz ehrlich. Verdammt, ist mein Stock kaputt gegangen. Dass du mir das gegeben hast. Halt's Maul, Mann, das war nicht meine Absicht. Der Maul, ich bin ja in Daisy eine Stunde lang hinterhergerannt, um mich zu retten. Okay. Genau, übrigens, wo wir gerade bei Daisy sind, morgen soll ja das Daisy-Update, das habe ich mich hier ausgesperrt, das Daisy-Update kommt. Und da wollen wir auch mal anfangen, Daisy, ich nenne es jetzt mal Let's Plays zu nennen. Soll ich so nennen? Ja, auf jeden Fall. Ja, Daisy Let's Plays zu machen. Und mal schauen, was so nach dem neuen Update gekommen ist und passieren wird und an Bugs behoben vor allem wurde. Wahrscheinlich kamen nur neue Bugs dazu. Wahrscheinlich. Die gehen mir persönlich ein bisschen zu arg in die Offensive mit ihrem Realitätskram. Sollen sie lieber erstmal schauen, dass sie die ganzen Bugs beheben. Aber nun gut. Nicht so viel meckern. Morgen wollen wir da mal ein Daisy Let's Play machen und dann schauen wir mal. So, dann gucken wir mal, dass wir hier weiterkommen. Wir müssen irgendwo. Oh Gott, hier ist ein Zombie, ach du Scheiße. Scheiße. Gibt's eigentlich Friendly Fire? Warte mal. Was? Sieht das aus, als würde ich kacken? Warte. Nee. Okay, geil. Spring mal drauf, warte. Weil jetzt wachst du da voll drin. Nee, aber sieht scheiße aus. Auf jeden Fall müsste hier irgendwo eine Keycard oder irgendwas sein. Mein Messer ist gleich am Arsch. Sehr nice. Ah, hier ist die Schlüsselkarte, jawohl. Jetzt müssen wir zu einem Typen hier zurück, der uns die Aufgabe erteilt hat. Wo bist du? Ah, da. Ja. Und ich bin ein Level aufgestiegen. Echt? Gleich mal ein paar Updates aufrüsten. Was gibt's denn hier alles? Fesseln, Raserei. Ah, das muss ich wohl nehmen. Feinde mit vernichtenden Schlägen dir zu werfen, um einzelne Einzige, Treffer auszuschalten. Das Einzige, was ich von dir habe, ist das Messer. Okay. Man töten von Feinden. Zusätzliche Wut, ja, das nehme ich doch gleich mit. Ach, ich habe nichts mehr. Ah, ich bin doch nur Level 2. Verdammt. Okay, gehen wir zu einem Rettungsschwimmer-Typ zurück. Los. War schön im Jeep. Oh, der lebt. Weg mit dir. Habe ich den nicht gekriegt? Keine Chance, mein Freund. Keine Ahnung, irgendwie wurde er zum Leben erweckt. Ja, wahrscheinlich. Alter, wie viele Leute sind jetzt hier? Wahrscheinlich kam einer mit einem Defi und hat ihn wiederbelebt. Auf jeden Fall. Und mit Bandan oder Rex. TNT Rex. Sehr nice. Auf jeden Fall. Schläg das Geld mitgenommen, kann ja nie schaden. Ja. Meine Waffe ist schon wieder am Arsch, Mann. Ey, mein Messer auch gleich. Das ist schon verbogen wie eine krumme Banane. Ja. Hast du auch diesen Zombie-Schrein im Hintergrund? Ganz leise. Irgendwie schon, ja, ja, gut, hier. Egal, ignorieren wir halt. Okay. Die können wir jetzt nicht mehr. Nee, weil ich auch direkt draufgerannt bin, weil ich so Bock hatte, die jetzt wegzuschlachten. Was? Das Panel ist schon wieder kaputt! Mann, jetzt fliegt der Kopf nicht weg, jetzt komm aber, komm schon. Oh, Mann, fliegt der Kopf nicht weg. Das kotzt mich echt an, die Scheißkopf, jetzt geh doch weg. Jetzt geh doch kaputt! Geh kaputt! Überhaupt, der Zombie könnte gern mal sterben. Hier von dem Mit F ist ein Zombie, ich hab gedacht, was du? Nein! Ja, genau, ich sehe so behindert aus und. Ja, ich hab dich nur halb gesehen oder so, 5% Fleischanteil an meinem Körper. Ja, genau. Ich steh noch vor dir und red mit dir. Okay, geh mal einfach zurück. Komm. Jo. Bleib dicht hinter mir, mein Freund. Mann, dieser scheiß Zombie, der lebt und du dabst einfach über ihn drüber. Ja, WTF. Ich bin da. Oh Gott, jetzt wirft er mich wieder weg, Alter, wie so ein Bastard und vergewaltigt mich noch. Oh, ich bin hier überall blutig. Ich brauche irgendwie hier. Du brauchst einen Energy Drink. Ich glaube, da unten waren welche, warte.
Hier ist einer. Ja, gönnt ihr. Einen bräuchte ich noch, dann wäre ich wieder voll. Weil ich walk mir hier den Weg entlang. Achso. Aber du musst dann denken, gell, das ist nicht Left 4 Dead, also nicht einfach so in die Zombie-Massen schmeißen. Und einfach also, so einschlagen. Ja, das ist. Boah, jetzt bin ich wieder aufgestiegen, Achtung. Wo wir Left 4 Dead angefangen haben zu zocken und einfach gar keinen Bock mehr hatten nach 2 Sekunden. Ja, irgendwie. Das war geil. Ich dachte mir so, komm ey, jetzt haben wir richtig Bock auf Left 4 Dead. Was machen wir? Gehen wir in Left 4 Dead rein? Fangen so an. Gucken so über die Skype-Kanne so richtig behindert und langweilt an. Denken so, was ist das für ein Scheißspiel? Ja, nicht Scheißspiel, ist einfach nur eintönig und langweilig. Einfach nur aber ganz, ja. Ist ja eigentlich dasselbe, wenn ein Spiel langweilig ist, dann ist es ja irgendwie scheiße, oder? Sagen wir mal so, es hat Potenzial, aber irgendwie. Scheißpotenzial. Wollen wir nicht übertreiben hier? So schlecht ist das Spiel nun ganz sicher nicht. Es gibt also schlechteres. Wenn es nicht uncut ist, dann gefällt es mir überhaupt nicht. Dann finde ich es einfach komplett langweilig, ganz ehrlich. Ja, tolles Kriterium. Das heißt, du findest jedes Spiel außer des hier scheiße. Nein, nur jetzt. Hier. Alright, so did it! Abschlachten, Apokalypsen, was weiß ich was. Bauplan? Jedes Bauplan für was? Was kann ich denn hier bauen? Auf jeden Fall, da hinten hat jemand eine neue Quest für uns. Das können wir uns auch gleich mal. Steven! Why the hell did I stay here with Cinemoy? Ja, wer hockt hier auf dem Klon Cut? Verrat ihn mir. Los! Los! Der will mir nicht verraten, der heult. Soll ich jetzt machen? Natürlich kann ich das. I'm up for. Ah, thanks. I'll be here. Können wir ein bisschen unsere Regale auseinandernehmen? Keine Ahnung, schon. Okay, wir haben eine neue Quest. Die Verlorene heißt die Quest. We're going to in Quest. Komm, wir holen uns. Warte, hey, wo bist du denn? Ja. Wir holen uns gleich noch die nächste Hauptquest dazu, komm. Ja, okay. Okay, you ready to go out there again? I need you to find the lifeguard station and see if it's safe. Can you do that for me? Natürlich kann ich das. Okay, what the hell? So okay, what the hell? It's the shortest way. The front. We'll come as soon as we know it's safe. There should be a working radio and sign. Signal us when it's clear, and we'll follow you. Zum Rettungsschwimmerturm und erledige alle Toten. Ja, das machen wir doch glatt, oder? Direkt mal losstürmen. Losstürmen. Ja, ich stürme hier mit 2 km/h jetzt. Mit 2 km/h. Ja, ich kann mir keine Shift-Taste leisten, deswegen laufe ich da mit 2 km/h rum. Mit geschätzt so circa 4,32 Stundenkilometer. Ungefähr. Ah, den schnell sind wir gleich mal ab. Was will der hier drin stehen lassen? Verschwinde! So, was liegt denn hier schön? Oh, was liegt denn hier schönes? An Rohr. Money. Saus wie ein Gewehr, Mann. Ein Energy Drink. Blick ist. What the fuck? Der steckt da drin. War da einer drin? Ja. Naja, wenn du ihn störst beim Umziehen, was ist. Alter, tut mir doch leid, Mann. Das war doch nicht so gemeint. Das geht ja gar nicht. Schlagring. War das eine Frau? Ja. Das war ja echt ach, eine Frau. Scheiße. Hey, jetzt wirst du schon als Pädophiler dargestellt in unserem ersten Video. Auf jeden Fall. Musst du dir das mal vorstellen? Pädophil, obwohl die älter war als ich. macht Sinn, meine Freunde. Ja, dann halt als Milf Hunter. Ja, okay. Oh, hier liegt. Laken abgenutzte Paddel, Rohr. Was soll ich denn damit? Ich gönn ich mir direkt mit. Was nimmst du? Was? Ein verrostetes Rohr. Auf jeden Fall, das bringt's. Ach, 2 Schlägen wieder kaputt. Echt jetzt? Habt ihr das noch nicht gehabt? Nee, keine Ahnung. Boah! Ich denke dir, du hast keine Chance, mein Freund. Ziemlich nice, dass. Okay, ist nach 2 Stegen ist AFK gegangen. Ist deine Hand geflogen. Ziemlich nice. Fuck, ich hab keine. Oh, der hat online ebenfalls im Uncut-Modus möglich ist. Nicht so wie Left 4 Dead. Na gut, Left 4 Dead nur in American Version. Verdammt, ich hab wieder keine Waffe hier mehr. Nur so umständlich spielen kann, wenn es überhaupt irgendwie funktioniert. Ja, mehr oder weniger umständlich. Oh Gott, jetzt hat mich. Verdammt, ich hab keine Ausdauer mehr. Ey, warte mal kurz. Muss meine Waffe aus. Ich auch nicht grad.
Jetzt! Thema in den Kopf gehackt und die stirbt nicht. Jetzt ist sie tot. Jetzt hallo, wer bist du? Da ist ein Typ drin. Fuck. Jesus Christ. If you hadn't come along. You wanna come with me? I'm gathering any supplies I can find at the Water Sports Rental Kiosk. Maybe you'll find something that'll come in handy. Okay. Dann mal los. Folgen wir dem Typen mal, ja. Was er so für uns hat. Ich kann mir mal so einen Energy Drink hier. Ich auch. Lecker. Kann man da eigentlich immer seinen Lebensbalken ein bisschen füllen, oder? Wahrscheinlich. Irgendwie dürfte es gehen. Also hier drin hat er gesagt, dürfen wir uns bedienen, das machen wir doch gleich. Inventar voll, was? Inventar voll? Schmeiß ich drin. Ich denke echt, dass wir es ohne seine Erlaubnis nicht gemacht hätten. Kann ich irgendwie Zeug verkaufen, weil ich so viel unnötigen Scheiß habe? So also Deodorant, was brauche ich das? Ich bin hier der Chef, ich möchte hier bitte nur am PC arbeiten. Ich verneige mich vor dir. Sie sich bitte wieder zurückgesellen. Möchten Sie sich bitte. Paul ist weh. Das versteht wieder keiner. Wer ist Paul ist weh? Paul ist weh, wer ist das denn? Klebeband, für was brauche ich denn so? Ah, hier kann ich. Ah, okay. Hier kann ich Zeug reparieren. Also, dein kaputtes Messer hättest du hier jetzt reparieren können. Ich hab's immer noch. Mach ich direkt mal. Oha, ja, ich kann mein Messer sogar upgraden. Was? Ich hab nicht genug Geld? Hast du zufällig 90 Dollar? Hab ich. 94. Hab ich. Okay, kannst du den. Ich hab mein Messer geupgradet, Alter. Ja, kannst du mir das Geld irgendwie geben, oder? Warte, ich probier mal was. Ein paar Nägeln kannst du jede Art Holz. Ah, okay, ey, man kann seine Waffen modifizieren. Echt? Zum Beispiel, wenn ich einen Baseballschläger habe, kann ich da Nägel reinstecken und dann ist es so ein mega Baseballschläger. Scheiße, ist ja geil. Mit Nägeln macht die Sache erst so richtig Spaß. Ey, ich hab ihn modifiziert. Wie geil ist das denn? Ich hab den Baseballschläger genagelt. Zeig mal. Boah, ach du Scheiße. Wie geil ist das? Ey, das kannst du auch machen, wenn du einen Baseballschläger hast. Ja, kannst du mir vielleicht erstmal das Geld geben. Ach so, stimmt. Irgendwie. Muss ich da handeln? Ja. Ich handel mal. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Oder kann ich das... Ja, das kannst du machen. Ja. Ich hab abgeben gedrückt. Nein, ich hab's abgelehnt aus Versehen. Warte, ich mach's nochmal. Muss akzeptieren. Ach so, stimmt. Ja, okay. Okay, ich hab's. Was? Ich hab's wieder abgelehnt? Verdammt. Oder was hast du gedrückt? Ich weiß es nicht. Jetzt aber komm. Ich glaube, ich muss dir auch was geben, weil mein Inventar voll ist oder so. Gib mir irgendwas sinnlos. Wirklich, ich geb dir es ja auch gleich wieder. Ja, das brauche ich eigentlich. Ist es jetzt. Geht's? Erhalten habe ich ein Deodorant. Ja, aber bei mir. Direkt mal an, kann der bestätigen? Habe ich gemacht. Okay, du musst noch bestätigen, okay. Okay. Jetzt also, was soll ich machen? Reparieren? Ja, genau. Siehst du ja, wie es am Arsch ist. Warte. Boah, das Spiel ist geil für. Ey, das ist von der Grafik her, Alter. Was hast du mir nochmal gegeben? Dieses komische Messer da. Das Hackmesser? Genau. Warum will es hier. Hier. Das ist 100%. Boah, ey, ich genieße hier gerade die Aussicht. Wie bitte? Das war 100% bei mir. Ja, bei mir auch, aber wenn ich den in der Hand habe, ist es voll am Arsch. WTF. Gib's mir mal bitte. Ich glaube, das kann man nicht reparieren. Weil es kaputt schon gespawnt ist, wahrscheinlich. Nee, das war ganz, weiß ich noch. Es war perfekt, hab's gesehen. Warte, ich nehm's mal an. Schauen. Okay. Jetzt. Nehm ich's mal. Okay, den Ort hier müssen wir uns merken, falls wir später wieder zurückkommen und. Was? Ist ein bisschen repariert, sehe ich gerade. Ich habe aber gar nichts gemacht. Aber ich hatte probiert, aber ich hatte irgendwie zu wenig. Ah, anscheinend hatte ich ja, egal, doch. Ja, egal, geh mal einfach egal, weiter. Egal, scheiß drauf, es dauert hier ewig. Auf jeden Fall. Oh, der Part ist gleich vorbei. Boah, sieht es geil aus, echt. Ihr könnt immer noch ausrasten, wirklich. Ja, okay. Nach dem. Okay, erstmal den Zombie töten. Oh, ein Schlag, der war tot. Warte, ha? Ja, ich hab ihn okay, auf jeden Fall, das war jetzt erstmal genug für die erste Folge. Ja, film noch, wie ich den auseinander nehme, bitte. Ja, okay. Ja, schön, alle Gliedmaßen weg.
Jawohl. Was kann man da noch wegschneiden? Ich glaube, das war's eigentlich. Schon mehr als genug, oder? Ach du Scheiße. Okay, so meine Freunde, das war's erstmal mit Dead Island für heute. Fuck. Wir verabschieden uns und ja, bis zur nächsten Folge. Haut ja, rein. Ciao Leute, wir hoffen natürlich, euch hat unser erster Let's Play von Dead Island, überhaupt erstes Video gefallen. Und wir verabschieden uns, bis zum nächsten Mal, haut rein.